Hey, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Melli. Schön, dass du wieder reinschaltest. Ich möchte heute mit dir eine neue Glättbürste ausprobieren. Und zwar hat mir die Firma Landot eine Glättbürste zugeschickt und zwar kostenlos, damit ich diese wieder für euch ausprobieren kann. So sieht das Packaging von außen aus. Hier oben ist sie so ein bisschen bläulich mit Blümchen und Krönchen drauf und hinten ist sie pink. Ich habe meine Haare jetzt frisch gewaschen und einfach nur trocken geföhnt und so ist meine natürliche Struktur, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe, außer am Schluss durchzukämmen. Aber ansonsten habe ich jetzt nichts gemacht und so sehen die aus. Die sind so ein bisschen plüschig von Natur aus, bisschen unruhig, aber nichts groß Besonderes. Was wir jetzt aber als erstes machen, ist dieses Gerät erstmal auspacken und uns gemeinsam anschauen. Das Packaging von innen ist auch super interessant. Hier drin ist so eine Samttasche, wo die Glättbürste drin ist. Und ich habe eben schon gesehen, es sind sogar zwei Abteilklammern mit drin. Finde ich sehr praktisch. Und ich sehe auch noch, hier ist ein Handschuh mit dabei. Einfach zur Vorsicht, damit man sich nicht verbrennt. Hier drin ist sogar noch mal ein kleines Bürstchen, also ein Pinsel. Ich gehe stark davon aus, dass der dafür da ist, um einfach die Zwischenräume der Glättbürste zu reinigen. Ich werde mir das gleich aber auch noch mal genauer angucken. Hier ist eine Anleitung drin und natürlich die Glättbürste. Die gucken wir uns jetzt einmal zusammen an. So sieht das gute Teil aus. Durchschnittlich groß. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie viel größer ist als herkömmliche Glättbürsten. Ist ein schwarzes Design und so leicht mit Rosé angehaucht. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass hier zwischen den Bürsten so eine Art Mini-Glätteisen zwischensitzen. Also an diesen Noppen sitzen diese Wärmeplatten dran. Es ist in der Hand relativ griffig. Also ich finde es angenehm in der Hand, auch weil die Griffe leicht abgerundet sind. Hat aber trotzdem gutes Gewicht. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es unmenschlich schwer ist. Ich habe mich jetzt einmal belesen zu der Glättbürste und zwar ist es eigentlich vom Prinzip so ähnlich wie ein Glätteisen. Ihr könnt das Ganze mit Plus und Minus wärmer oder kühler einstellen. Das heißt, ihr könnt zwischen 120 und 230 Grad wählen. In der Anleitung selber ist auch eine Empfehlung, so eine kleine Tabelle angegeben, bei welchen starken Wellen oder bei welcher Haarstruktur man welchen Hitzegrad verwenden soll. Ich persönlich würde dir aber empfehlen, immer mit dem niedrigsten Hitzegrad anzufangen und dann einfach auszutesten, ob deine Haare sich bei der Temperatur schon formen lassen oder ob du eben langsam die Temperatur erhöhen musst. So eine kleine Randimpfung. Jetzt würde ich sagen, wir fangen aber einfach mal an, das Gerät einzustöpseln und zu gucken, wie das Ganze natürlich jetzt auch an meinen Haaren funktioniert. Wenn das Ganze eingestöpselt ist, fängt sofort an, der Bildschirm zu leuchten. Hier steht aber jetzt off. Das heißt, wir müssen den On-Knopf natürlich gedrückt halten und in dem Moment zählt der auch schon die Zahlen nach oben. Also er hat jetzt bei 180 aufgehört, das heißt automatisch, wenn man das Gerät einstellt, ist er erstmal bei 180 Grad. Ich gehe davon aus, dass es einfach wichtig ist, damit das Gerät erstmal grundsätzlich eine gewisse Wärme erreicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall runter bis 120 gehen, so niedrig wie es geht. Ich weiß nicht, ob man das erkennt aufgrund meiner Lampen, aber damit beginne ich jetzt meine Haare zu stylen. Ich nehme jetzt hier schon mal ein Passé, setze das Gerät an. Ich arbeite jetzt ohne Handschuhe, weil es für mich einfacher ist. Und dann ziehe ich das Gerät langsam durch meine Haare durch. Und ihr könnt schon sehen, es hat direkt von einmal durchziehen schon den Bogen nach innen gemacht. Und ihr seht, bei einmal durchgehen sind die Haare schon glatt und gebogen. Also bei meinen Haaren funktioniert es gut, wie ihr seht. Ich möchte jetzt mal auf dieser Seite bei der Strähne versuchen, das Ganze mal so ein bisschen nach hinten zu drehen. Also ich weiß, es ist eine Glättbürste. Aber ich probiere auch immer ein bisschen aus, ob man die Geräte ein wenig herausfordern kann. Dafür werde ich das Ganze jetzt von 120 auf 140 stellen, also so ein paar Grad wärmer, damit die Umformung meiner Haare einfach besser gelingt. Und jetzt nehme ich mir jetzt mal diese Strähne, setze das jetzt von oben an und drehe das Ganze langsam nach hinten. Also ähnlich wie
bei einer Rundbürste beim Föhn und drehe natürlich die Bürste dabei mit, weil ich möchte gucken, ob man damit auch durchaus, gerade bei längeren Haaren, eine Welle machen kann. Und ja, man kann damit auch Locken und Wellen machen. Also man kann sie nicht nur glatt machen, man kann das auch mit so ein bisschen Feingefühl und ein bisschen Übung. Ich weiß, das Gerät ist dafür nicht ausgelegt, es soll eigentlich glätten, aber es funktioniert. Das heißt, wenn du deine Haare komplett glatt gemacht hast und vorne ein bisschen Schwung haben möchtest, so wie ich jetzt, dann kannst du deine Haare einfach nach außen drehen. Also einfach das Gerät ansetzen und nach außen ziehen. Du musst halt, wie vorhin schon gesagt, schön langsam machen, aber ich finde es cool. Gut, auf der Seite bin ich jetzt nicht so talentiert, aber es hat geklappt. Also man hat die Möglichkeit, auch so ein bisschen Schwung in die Haare zu bringen, wenn man das möchte. Ja, das war's. Die Frisur sitzt und ich muss sagen, das Ganze hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Also du konntest ja dabei zugucken und konntest genau feststellen, wie es funktioniert. Meine Haare sind jetzt am Glänzen, sie sind weich, sie haben Volumen, sie haben Sprungkraft. Ich konnte sogar so ein paar Wellen zaubern und das mit relativ weniger Temperatur. Finde ich sehr gut. Du kannst mir jetzt gerne mal dein Feedback unten in die Kommentare schreiben und zudem werde ich dir natürlich alle Informationen zu diesem Produkt, wo du das Gerät findest, was es kostet, was es so ausmacht, werde ich dir alles unten in die Infobox packen und dann kannst du dich einfach so ein bisschen durchlesen und durchklicken. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und ansonsten würde ich sagen, bleib gut drauf und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss!